Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die schneller sind als Speedy Gonzales. Christian und Sascha. Hier kommt Schoki-Banoki Late Night. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Schoki-Banoki aus den Studios von Radio Rheinwelle. Ich bin total begeistert, weil wir haben heute ein tolles, tolles Thema mitgebracht. Aber richtig toll. Wie Jean Pütz sagen würde in der Hobbythek, herzlich willkommen in der Hobbythek. Wir haben da mal was vorbereitet. Ne? Ja, was haben wir vorbereitet? Ich bin der Christian, du ja, bist der Sascha. Sascha. Was haben wir vorbereitet, will ich wissen. Wir machen die Gartentipps heute. Gartentipps? Gartentipps, ja. Bist du guter Gartenarbeiter? Auf einer Hassskala von 1 bis 10, wo 1 das niedrigste ist und 10 das höchste, bin ich bei einer 11. Nee, ich bin bei der 400. Ja. Wenn ich Rasen mähen muss, dann kriege ich Pickel, ehrlich. Ich schieb das drei Wochen. Es war doch hier im Sommer war doch mal so heiß, ne? Ja. So schweineheiß. Ganze Scheiß verbrannt, das Beste, was passieren konnte. Nee, ich war im Urlaub. Mhm. So, und kam ich wieder, habe ich gedacht, Scheiße, muss ja Rasen mähen. Ne? Mhm. Ich war ja 3 Wochen im Urlaub, ne? Oder 4 oder 8, keine Ahnung. Ja. Ganz lang. 12. Weg. Ach, Kohle. Scheißegal. Geld spielt keine Rolex. Ja, genau. Und kam wieder, hab gedacht, muss Rasen mähen. Überall um mich herum war alles braun. Also nicht politisch, sondern die Wiese, ne? Ja, ja. So. Und meine Wiese war grün. War grün, weil die nämlich so lang war. Ich hatte so lange Halme. Ja. So lange Halme. Und die waren auch grün. Okay. Und dann hieß es, mal besser nicht mähen, weil dann vertrocknen die. Ja, weil die haben ja die Feuchtigkeit drin. Ja. So. Und dann hast du einen Golf. Und da habe ich 3 Wochen lang nicht gemäht. Weißt du, wie geil das war? Ich habe 3 Wochen lang Spaß gehabt ohne Ende, ohne was zu tun. Ja. Ich habe einfach nicht mähen müssen. Hast dich gefeiert dafür. Da war richtig geil. Pass auf. Ja. Kannst mich mal nicht unterbrechen. Entschuldigung, bitte. Sascha. Und dann nach 3 Wochen musste ich dann mähen. Ja. Hab's dann irgendwie gemacht. Es dauert bei mir so 4-5 Stunden bei dem Rasen, ne? Ist klar. Ist ja 4000 Quadratmeter. Bei diesem Gelände, ja. Ja, und ich habe ja nur so eine Sense. Ja. Mit einem Schleifstein. und dann war der Rasen aber top, tip, top grün. Also top, tip, top. Nicht nur tip, top, sondern top, tip, top. Mhm. Verstehst du? Tippitoppi. Ja, nee. Nicht tippitoppi, sondern top, tippitoppi. Top, tippitoppi. Tipp, also super. Wirklich super geil. Grün, Wasser. grün. Ja. Und um mich herum alles braun. Alles braun, wirklich. Die sah aus wie Hund. Alles und die braun. Leute haben gesagt, Sascha, hast du das gewässert? Hast du es gedüngt oder was? Ja, so, ja, ich habe nicht gemäht. Ich habe nicht gemäht und dann habe ich draufgeschifft. Ja, ich habe dann so getan, als wenn ich clever wäre. Ne? Ja. Ja, weiß man doch. Als Erfahrener. Aber grundsätzlich, Gartentipp von mir. Ja, nicht mähen. Alles einbetonieren und grün anmalen. Ja, das ist mein, super. Das ist mein Garten. Wäre ich sofort dabei. Ja. Also noch schlimmer als Rasenmähen ist eigentlich nur noch so Hecken schneiden. Mach ich nicht. Nicht? Ne. Da habe ich meine Lakaien für. Nee, so, das gönne ich mir. Oder wenn du dann so ja, ach hier, der müsste mal weg, den müssten wir mal ausbuddeln. Oh, das habe ich schon. Ich muss mal voll so der Abfang. So ein, ich weiß noch nicht mal, wie die Pflanzen heißen. ich kenne nur ein Wort. Hab's rausgerissen. Nee, die haben ja keine Namen in dem Sinne, dass ich die irgendwie, duze oder so, sondern die haben ja irgendwie eine botanische Bezeichnung. Robert Klaus. Nein. So, und der einzige Baum, den ich kenne, also dessen Name ist der Rhododendron. Rhododendron. Das Wort fand ich mal ganz gut und deswegen habe ich mir das auf die Platte geschafft. Okay, ansonsten weiß ich nichts. Buchsbaumhecke kenne ich noch, aber ich wüsste jetzt nicht, wie. Ich glaube, ich habe mal so einen Buchsbaum. Thuja-Hecke. Nee, so einen Buchsbaum habe ich mal ausgebuddelt. Und die haben ja so große, tiefe. So ein Klumpen unten drauf. Rotz, sag ich dir. Scheiße, kriegst du gar nicht richtig das raus. Das war so ein Mini-Buchsbaum. Ja, das aber war ja so ein Klumpen unten dran. Das war was ein Bonsai. Ja. Das war wie so ein Pilz, weißt du, so ein Pilz. Ja, guckt so oben, so ein Stümmelchen raus. So wie beim Eisberg. Raus. So beim Eisberg guckt oben ein Stück raus und unten hängt so ein Klotz dran. Das ist wie bei dir, guckt so ein Stümmelchen nur raus Schnauze, und so ein Riesenberg. Ja, so und den Buchsbaum habe ich dann rausge... Scheiße ist doch... Hier, das hat also gefühlte 8 Wochen gedauert. Ich war nicht dabei, es regnet schon auf, wenn du es erzählst. Ich habe wirklich zwischendurch nochmal geschlafen. Ich habe keinen Bock gehabt, in einer Tour raus. Also ich habe den am nächsten Tag, glaube ich, weiter ausgebuddelt. Ich würde sagen, ich hätte 3 Tage gebraucht, würde ich sagen. Okay. Ja, weil es ist einfach, die Nerven sind so, die liegen sowas von blank, ehrlich. Okay. Aber sowas. Dieser Buchsbaum hat mich bis zum Wahnsinn getrieben. Der hat dich richtig abgefuckt. Ja. Ich habe ja auch gehört, vor dem... vor den Psychiatrien ist alles voller Buchsbäume. Dass die Leute richtig umfrosten. Dass sie richtig umfrosten, dass die Leute ihre Beruhigungsmittel bekommen.
Damit, damit die Pharma die Beruhigungsmittel da verkaufen kann. Die Pharmaindustrie stellt Buchsbäume auf vor die Psychiatrien. Genau. So sieht es doch nämlich aus. Ja. Pharma und Buchsbaumhersteller. Dass die noch mehr Geld verdienen. Ja. Das und der kleine Mann in der Psychiatrie, ja? So, na. Der muss drunter leiden. Genau. Ja. Immer wenn ich in der Psychiatrie bin und bin da und Frauen vom Mund habe hier so und dann sehe ich die Buchsbäume, kriege ich schon wieder einen Anfall, muss ich schon wieder eine Pille nehmen. Warte mal, jetzt machen wir die besorgten Bürger. Man wird es doch mal wohl noch sagen dürfen, oder? Ja. Also. Ja. Ne? Wir sind das Volk. Ja, ne? So. Wird man doch noch mal sagen dürfen, du. Ja. Ja, die da oben. Ja. Ne? Die Elite hat wieder mal zugeschlagen, ja. Aber wir kleinen... Buchsbäumhasser. Hashtag, ihr könnt auch dieses Video liken unter dem Hashtag Buchsbaumhasser. Ja, Buchsbaumhasser Deluxe. Hashtag Buchsbaumhasser. Ja, so. Jetzt haben wir unseren Gartentipp doch los. Also ich habe meinen Gartentipp jetzt losgeworden. Wärst du den auch? Hast du auch was gesagt eigentlich zum Gartentipp? Nein. Was wolltest du sagen? Ich bin schon aufgeregt. Achso, okay, alles klar. Ja, dann müssen wir ja nicht. Dann sag ich an dieser Stelle Cheerio, Miss Sophie, bis zum nächsten Mal. Oder? Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.